Hallihallo, liebe Hörspielfreunde. Heute habe ich wieder eine Retro-Hörspielkritik für euch. Und zwar handelt es sich hier um ein Hörspiel, das ich neulich wieder bei mir im Schrank gefunden habe und dachte, Mensch, könnt ihr ja auch noch mal hören. Es ist aus dem Jahr 2005 und zwar handelt es sich um Geisterjäger John Sinclair, die Parodie, die Comedy, genau. Ein Hörspiel von Oliver Döring, der auch die Original-John Sinclair-Serie betreut, zumindest Edition 2000. Und hier in diesem Hörspiel wird alles, wirklich alles durch den Kakao gezogen, was unseren lieben Geisterjäger ausmacht. John Sinclair selbst hier mit dem Kreuz, da nee, eine Banane und dann hier hinten ein Grizzly. Das ist so cool. Allein das Cover schon. Das zeigt, dass wir hier eine Parodie haben, die auf so hohem Niveau arbeitet. Also theoretisch könnte das ein richtiges John Sinclair-Hörspiel sein, also von der Machart her. Die Effekte, also wir haben hier ganz viele fiese Splatter-Effekte, das klingt richtig ekelhaft, aber das gehört bei John Sinclair dazu. Die Dramaturgie ist genauso wie bei einem richtigen Hörspiel. Wir haben einen Storyaufbau wie im richtigen Hörspiel. Wir haben die Sprecher des richtigen Hörspiels. Damals noch Frank Glaubrecht. Mittlerweile macht ja ein anderer das Ganze. Aber der Frank Glaubrecht, das war für mich eigentlich immer der John Sinclair, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ja, Frank Glaubrecht, das war für mich die Stimme. Das war Pierce Brosnan als James Bond, so ein bisschen augenzwinkernd. Jetzt haben wir den deutschen Sprecher von Daniel Craig, macht das Ganze auch, aber ich finde, das ist alles so trocken, so ernst. Genau das mögen einige. Ja, ich persönlich war immer ein Fan von Frank Glaubrecht und der Edition 2000, beziehungsweise auch den alten Hörspielen aus dem Tonstudio Braun. Die waren so grün. Das ist also quasi auch so ein bisschen hier mit reingeflossen in die Hülle. Wir haben also in die Hülle, in das Cover. Wir haben dieses Layout, das auch so ein bisschen an die alten Tonstudio Braun Aufnahmen erinnert. So, was erwartet uns? Das kann man so genau gar nicht sagen. John Sinclair wird mitten in der Nacht von Sir James angerufen, weil in einem Pornokino ein Werwolf sein Unwesen treibt und kaum trifft John da ein, begeht der Werwolf Selbstmord. Das gleiche passiert mit allen anderen Dämonen, Monstern und Ausgeburten der Hölle, denen der Geisterjäger begegnet, denn Asmodina und der Spuk arbeiten an einer Superwaffe und niemand darf Asmodina die Freude nehmen, den Geisterjäger zu töten. Der Geisterjäger erleidet allerdings einen Unfall, verliert sein Gedächtnis, beziehungsweise nein, das stimmt nicht, er verliert nicht sein Gedächtnis, er ist total durcheinander und redet nur noch wirres Zeug. Nicht, dass es in diesem Hörspiel vorher anders gewesen wäre, auch da redet er nur wirres Zeug. Also das ist von vorne bis hinten ein absolut geniales Comedy-Hörspiel. Wir haben hier Gags am laufenden Band. Es gibt also quasi keine zwei Sätze oder ich glaube nicht mal einen Satz, in dem nicht irgendein dummer Spruch, eine Anspielung oder sonst irgendwas drin wäre. Das heißt, für Fans der Reihe, vorausgesetzt sie verstehen Spaß, ist das hier eine absolute Empfehlung. Und auch für Leute, die mit John Sinclair nichts anfangen können, die werden hier auch ihre helle Freude dran haben, verstehen aber unter Umständen nicht jede Anspielung. So. Wir haben neben Frank Glaubrecht noch ein paar weitere tolle Sprecher. Wir haben zum Beispiel Joachim Kerzel, die deutsche Stimme von Dustin Hoffmann und Jack Nicholson und so weiter und so fort. Der hat damals den Erzähler gemacht, macht auch hier den Erzähler, streitet sich aber oft mit der Regie und macht das stellenweise total übertrieben, total lustlos. Dann fliegen ihm die Blätter weg. Einfach total genial. Franziska Pegula, leider vor kurzem gestorben, spricht Jane Collins. Das ist die deutsche Synchronstimme von Dana Scully gewesen. Dann haben wir noch Detlef Bierstedt natürlich als Bill Connolly. Und als Zuko haben wir Martin May. Das heißt, hier sind genau die Sprecher drin, die wir auch aus dem normalen Hörspiel kennen. Dann haben wir noch jede Menge Gaststars, richtig gute Gaststars. Wir haben Hennes Bender als Oliver Döring. Hennes Bender kennt ihr wahrscheinlich, das ist der kleine Dicke mit dem Yps-Heft, super Comedian, richtig, richtig guter. Lieben Gruß übrigens an dieser Stelle, Hennes, ganz toll. Er hat zwar nur ein paar kleine Auftritte, aber die sind richtig gut. Er spricht Oliver Döring, Oliver Döring spricht sich nicht selbst. Wer sich allerdings selbst spricht, ist Helmut Rellergert, also Jason Dark, auch wenn er nur 2 oder 3 Worte hat, trotzdem netter Gag. Dann haben wir Dietmar Wunder, das ist der neue John Sinclair, der spricht hier auch einen Sergeant. Tobias Meister, der spricht ganz kurz am Anfang die
die Ansage so im Stil von 24. Also wir haben hier wirklich von der ersten bis zur letzten Minute Gags am laufenden Band. Wer gerne lacht, ist hier richtig bedient. Und wir haben auch noch einen meiner absoluten Lieblingscomedians, der Mann mit der Stimme, Jochen Malmsheimer als Grimes. Richtig, richtig tolles Hörspiel. Es wurde auch damals von der TV-Spielfilm empfohlen, aber das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre her. Ich empfehle es euch heute: John Sinclair, die Comedy von Tonstudio Braun. Nein, von Word Art Lübbe Audio. Wenn ihr sie irgendwo kriegen könnt, kauft sie euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Etwas Geileres, Lustigeres, Abgedrehteres gibt es nicht. Zumindest nicht im John Sinclair-Universum. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir den Daumen nach oben da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, drückt den Daumen nach unten und sagt mir warum. Und kauft dieses Hörspiel. Ich habe nichts davon. Es ist nur eine Empfehlung von mir. Aber wirklich, das ist absolut genial. Viel Spaß und danke für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer.